Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge bei Enshrouded. Ja, wir werden mal ganz kurz unseren Bauhammer erstmal beiseite legen. Denn ich hatte euch in der letzten Folge ja schon so ein bisschen gesagt gehabt, dass wir mal ganz kurz gucken wollen, was hier oben in der Ruine ist. Oder in dem, in dem Kellergewölbe. Denn, wenn ich mich ganz richtig erinnere, dürfte es da einen Bogen geben. Und wir hatten ja schon gesehen in der letzten Folge, wir haben noch relativ viele Pfeile im Inventar. Ne? Und mit dem Bogen hätten wir dann mal eine sinnvolle Verwendung für die Pfeile. Logischerweise. Ne? Was sollte man sonst mit einem Bogen anfangen? So, das nehmen wir mal alles schon mal mit. Gehen wir nämlich hier ganz kurz mal rein in diese kleine Höhle. Schnappen uns da den Bogen und dann können wir als nächstes dann nämlich schon mal den Schmied, wie gesagt, erstmal freischalten. Damit wir damit dann Zugang zu besseren Waffen kriegen und wie gesagt vor allen Dingen halt auch nochmal zu ein paar Metallwaren, ne, die wir dann auch für unser Haus dann auf jeden Fall nochmal brauchen werden. So, Pilz nehmen wir euch auch nochmal mit hier. So, dann gucken wir mal. Guck mal hier nämlich diese kleine, unscheinbare Ruine. Hm? So, da gehen wir auf jeden Fall erstmal rein. So, unsere Flamme macht uns erstmal Licht. Das ist schon mal gut. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal wieder ein Geheimfach. Da haben wir nochmal ein paar Pfeile. Okay. So, und jetzt müssen wir uns mal umgucken. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen Loot. So, das sieht mir auch noch nach einer... Genau, ist auch noch mal eine Tür. Na, hörst du wohl? So, was haben wir da Schönes? Da haben wir zumindest schon mal einen normalen Bogen. Ne? Ist jetzt nichts Atemberaubendes. So, dann wollen wir mal gucken, wo jetzt hier die Gegner rumgeistern. Hier, ne? Ist auch nochmal eine Tür. Ja, können wir nämlich schon mal ein paar Sachen looten. So, Metallstern-Streitkolben. Stich- und Wuchtschaden. Ist jetzt natürlich ein bisschen die Frage, ob das einhändig oder ob das zweihändig ist, ne? Aber werden wir rausfinden. Wir gucken einfach mal ganz frech. Ist ein Einhändiger. Okay. Das sieht dann schon mal gut aus. Einhandstreitkolben, den können wir nämlich dann ganz gut gebrauchen. Ich wundere es halt, dass hier absolut keine Gegner irgendwie sind, ne? Hätte ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen mit gerechnet. Ah, hier sind Gegner. Hm? Gleich wieder alles plündern. Ah, da wartet auch schon eine Spinne. Das ist immer entscheidend, mit welcher Waffe man angreift tatsächlich. Und wie gesagt, die stumpfen Wuchtwaffen machen gerade bei Spinnen nochmal ein ganzes Ende mehr Schaden. Na, da können wir eigentlich drum rumlaufen. Und da haben wir schon den Hauptschatz gefunden. Gucken, was sich drinnen verbirgt. So, Hirte des Donners. Ausrüstbare Fernkampfwaffe. Das müsste aber ein Zweihandstab, glaube ich, sein. Da bräuchte man Magieprojektile für. Wollen wir erstmal mitnehmen, aber ist jetzt in dem Fall erstmal für unsere Bedürfnisse mehr oder minder als erstmal völlig überflüssig. Weil ihr sagt, dass wir den Bogen bekommen haben, ist schon mal nicht so schlecht. Auch wenn es jetzt kein epischer oder noch besser irgendwie ist, nur legendär. Aber ist ein Anfang. Oh, erstaunlicherweise ist hier aber gar nicht mehr. Hm.
Das war schon alles, ne? Na gut. Müssen wir bei Gelegenheit mal wiederkommen, ne? Sobald die Truhe wieder respawned ist. Müssen wir da nochmal wiederkommen und hier nochmal neu looten. Aber es ist ein guter Anfang. Gerade der Streitkolben ist nochmal eine gute Alternative zu der Axt, die wir haben. Weil sie halt unterschiedliche Schadenstypen haben. So. Könnte man theoretisch mal auf die Karte gucken. Oh, ich würde fast sagen, wir gehen erstmal auf die Reise. Ne? Wir gucken erstmal zum Dingsbumskirchen und holen den Schmied am besten einfach erstmal. Das lief erstaunlich besser, als ich dachte. Ich habe jetzt gedacht, okay, Dreier Wolfsrudel macht mehr Schaden, oh, wie wir gesehen haben. Der Streitkolben scheint einen relativ guten Knockback-Effekt zu haben. Wir haben die Wölfe sozusagen gerade die ganze Zeit gestunt. Die sind gleich zum Angreifen gekommen. Das war tatsächlich sehr erfreulich gerade. Schaden hat sich auch in Grenzen gehalten. So, da müssen wir theoretisch bloß mal gucken, wo genau wir jetzt hin müssen. Wir müssen, glaube ich, eh ein bisschen durchs Miasma durch. Mal theoretisch hier oben am Felsen vorbeilaufen. Wir dürften zwar auch noch mal ein paar Wölfe auf uns warten. Aber mit denen wären wir schon fertig. Was wir vorher noch mal machen werden. Wir looten mal die Explosivkugel hier noch mal. Ne? Denn da werden wir bei Gelegenheit dann auch wieder ein paar brauchen. Sobald wir entsprechend unsere Flamme einmal aufgewertet haben, müssen wir natürlich die Bauteile, die jetzt oben in der Luft schweben, also sprich den Schornstein, die müssen wir natürlich wieder wegsprengen. Ne? Die wollen wir da natürlich nicht lassen. So, gucken wir mal. Dann gucken wir mal. Reise durch das Miasma. Okay. So, wie sieht es überhaupt aus mit Lagerplatz? Sieht auch ganz gut aus, ne? Ja, wie gesagt, hier bräuchte man erstmal Magieaufladungen für. Oh. Ja, ich glaube, das ist... Ah, die wären mit dem Zauberstab wahrscheinlich einfacher zu treffen. Ja. Deutlich effektiver. Das war ja ein Unterschied wie Tag und Nacht gerade, ne? Das war gerade wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja. Es war ein bisschen kurios, dass man an den dritten irgendwie nicht rankommt. Ja. Kurzen Prozess gemacht mit dem Burschen. Ja. An das dritte kommt man irgendwie immer nicht ran. Echt kurios. So, die große Frage ist natürlich, überleben wir das, wenn wir von hier aus durchs Miasma laufen würden? Ich würde fast sagen, es macht Sinn, von hier aus an die Sache ranzulaufen. Wir reisen mal schnell dahin zur Flammenkrypta und gehen mal von der Seite des Berges an die Seite ran. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Ja. Dann haben wir, glaube ich, erstmal einen sinnvolleren Anlaufpunkt in die Richtung. So. Gut, dass wir unseren Gleiter mittlerweile haben. Hm, können wir schön ein bisschen Entfernung gut machen. Ja. Und vor allen Dingen können wir hier überall nochmal lang gucken. Ne? Die ganzen Orte hier mit den Zelten können wir auch nochmal abgrasen.
Ja. Bisschen Honig können wir uns auch nochmal schnappen. Ja. Bisschen Wegverpflegung sozusagen. So, sind wir noch richtig? Ja, sieht richtig aus. Naja gut, das sind jetzt bloß noch Level 1er. Ne? Die sind jetzt nochmal ein ganzes Ende einfacher zu töten als die Wölfe bei uns im Gebiet. Aber es ist heftig, wie doll man den Unterschied merkt. Ne? Das sind jetzt gerade mal 2 Level Unterschied. Für den... Selbst wenn der jetzt gerade mal ganz leicht angeknuspert hat, das merkt man halt kaum noch. Ist schon echt krass. So, dann plündern wir schnell die Zelte hier nochmal. Ah, holen uns den Metallschrott hier nämlich gleich noch. Na ja, gut, das hat sich jetzt nicht so mega gelohnt. Aber hier kriegen wir nochmal Garn. Und nochmal ein bisschen Stoff. Das ist okay. Das Bett zerlegen wir auch nochmal dezent. Ja. Auch nochmal Metallschrott. So, gucken wir mal rein, was wir hier noch haben. Ein paar Holzpfeile. Boah, die können wir mitnehmen. Die können wir auch nicht mitnehmen. Ja. Dann wollen wir mal. So, was haben wir hier Schönes? Fackel. Na gut, die Fackel brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, und dann können wir theoretisch, ne? Ich meine, wir müssten theoretisch über die Brücke drüber. Was ich allerdings gerne mal machen würde. Ich würde ganz gerne hier mal anfangen zu graben, denn hier gibt es nämlich noch einen Schatz. Das weiß ich ausnahmsweise mal schon, wie gesagt, weil ich ja privat auch ein bisschen schon gespielt habe. Ja, dadurch haben wir jetzt natürlich den kleinen Vorteil, dass wir das schon wissen. So. Ein Bronzeschwert mit 19 Schaden. Das ist natürlich ziemlich cool. Damit haben wir eine sehr, sehr gute Waffe gerade bekommen. Das dürfte mit Abstand die beste Waffe sein. So, dann packen wir uns die mal auf die 2. Das können wir erstmal wegpacken. Damit ist sogar die Waffe so ein bisschen überflüssig geworden, ne? Wucht und Schnittschaden. Die macht sehr viel Schnittschaden. Echt ordentlich. So, dann müssen wir mal gucken, dass wir hier wieder hochkommen. Mit der Möglichkeit, nicht irgendwo unsäglich draufgehen, ne? Mal gucken, wo wir jetzt hier einen Weg nach oben finden. Oh, da wäre sogar noch eine Truhe da oben, ne? Mit zufällig irgendwo ein Kletterpunkt. Das wäre natürlich jetzt echt cool. Naja, von hier dürfen wir wahrscheinlich hochkommen, ne? Dann machen wir nämlich nochmal einen Ausflug darüber. Da ist nochmal eine Dynamitkiste drin oder eine Granate. Das ist natürlich sehr cool. Aber da haben wir gerade richtiges Glück gehabt mit dem Schwert. Das ist jetzt nicht selbstverständlich, dass wir das gerade gefunden haben. Das ist echt praktisch. So. Feuerstein brauchen wir erstmal nicht. In dem Lager können wir uns erstmal auch nochmal ausruhen. Ist noch mal ein bisschen Lore, ne? Es werden spektakuläre Fortschritte erzielt. An alle, die ihre Augen auf mein wunderbares... Nein, lasst mich noch einmal beginnen. An alle Reisenden, meine Großartigkeit hat dieses Gebiet erobert. Nein, ich fürchte, das ist auch nicht richtig. Die Brücke ist fast fertig und ich finde verdammt noch mal keine Worte, um meine Freude auszudrücken. Was für ein Glück, dass eine Mine, die uns so nahe ist, solche Reichtümer an Erz liefert. Aber eines ist sicher, ich werde diese Brücke nach meinem
meiner lieben verstorbenen Tante fünften Grades Braelin nennen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob sie sich geschmeichelt fühlen würde, wäre er sie noch am Leben. Denn sie und die Brücke haben nicht nur den gleichen Namen, sondern auch dieselbe raue Natur. Okay. Bezeichnet Kate Hawthorne. So, das können wir theoretisch auch wieder abbauen hier, ne? Ja, noch mal ein bisschen gratis Metallschrott, da sage ich nicht nein. So, jetzt müssen wir uns bloß mal orientieren. In die Richtung müssen wir, ne? Auf dem Rückweg könnten wir dann theoretisch hier bei der Treppe, bei der Brücke nochmal lang gucken. Dass wir uns im Idealfall vielleicht wirklich nochmal die... Natürlich jetzt ein bisschen uncool, dass es schon wieder Nacht geworden ist. Ja, da sind nämlich jetzt diese widerlichen Viecher hier schon wieder gespawnt, ne? Wow. Das Schwert ist echt effektiv, das muss man mal sagen. Also gerade gegen die Viecher hier macht das echt Schaden. Wow. Da haben wir eine ganz schön krasse Waffe gefunden. Banditenlager, ne? Ist nicht so gut. Ich meine, wir haben einen Kletterhaken. Das macht die Sache ein bisschen einfacher. Hier haben wir schon mal großes Glück gehabt. Nehmen wir den vielleicht auch von irgendwo weiter oben schon tot. Ja, sieht gut aus, ne? Ja. Wollt mal ein bisschen tricksen. Nehmen wir nochmal ordentlich Metallschrott, das freut mich natürlich sehr. So, dann gucken wir mal schnell auf den Turm hier. Ob wir den bösen Buben hier oben noch looten können. Oh, der hat nämlich auch nochmal Metallschrott. So, dann nehmen wir direkt nochmal alles mit hier. Ich denke mal, so schnell werden wir hier nicht nochmal vorbeikommen. Ja. Schön alles mitnehmen. Was haben wir hier Schönes? Neuer Zauberstab mit Feuerschaden. Ah, Mist. Rucksack ist voll. So, mal gucken, dass wir ein paar Sachen löschen hier, ne? Ein paar Sachen, die wir nicht brauchen. Ja, hat hier vielleicht noch. Da müssen wir nämlich gleich mal gucken. Ich denke mal, der wird besser sein als der Zauberstab, den wir jetzt gerade hatten. So, der macht 14 Schaden und hat Feuer. Der macht nur 11 Schaden und hat Eis. Ja, dann ist der nämlich schon mal besser. Feuerschaden ist in den meisten Fällen immer besser. Hm. Nochmal Metallschrott, da sage ich nicht nein. Und hier haben wir nochmal ein bisschen Lore, ne? Stell dir vor, du entdeckst versunkene Steinsäulen am Horizont, die von Erdhügeln verdeckt werden. Sie strecken sich in den Himmel wie die steinkalten Fingerknochen eines Titanen. Das Zeichen eines verborgenen Grabes. Die Treppe im Inneren führt in die Dunkelheit. Mit der Fackel in der Hand gleitest du hinunter in die Ungewissheit, in das Grauen. Doch deine Suche treibt dich tiefer. Ein morbider Schatz, der im Staub verrottet, ruft nach dir. Sind es Familienjuwelen, Erbstücke von fernen Ufern? Was auch immer es ist, mein Freund. Es wird das Fundament unseres Reiches sein. Der Grundstein für eine Festung, die aus vergossenem Blut errichtet wird. Klingt gut? Ich kenne die ungefähre Lage. Wenn du die Suche übernimmst, Geralt, teile ich den Schatz. Abgemacht? Aha. Finde ich cool, dass wir tatsächlich auch neue Bereiche dadurch gerade
auf der Karte angezeigt bekommen haben. Ne? Das ist echt cool. Oh, ich würde sagen, wir legen uns nochmal hin. Ne? Wir nutzen die Station hier gleich mal schnell. Warten ab, bis der Morgen wieder anbricht. Ja. Dann können wir das Bett ja auch abbauen. Ah, einwandfrei. Hier würde es sogar jede Menge Feuerstein geben. Ist gar nicht mal so schlecht. Ist eine richtig große Feuersteinquelle. Müssten wir uns vielleicht mal markieren. Ich finde es ein bisschen schade, dass man den Markern keinen Namen geben kann. Das würde es nochmal ein ganzes Ende einfacher machen, um Sachen wiederzufinden. Das müssten die Entwickler mal nochmal anpassen. Kann zwar überall so ein paar verschiedene Marker setzen, aber ja, wenn du dir nicht genau merkst, was genau da war, bringen dir die Marker leider so gut wie gar nichts. Oh, da hinten liegt ein Lore-Buch. Okay. Ist halt unwahrscheinlich, was man hier alles an Wissen aufsammeln kann. So, was haben wir denn hier? Das Unglück schlägt ein wie ein Blitz. Die Blitze setzen den Himmel in Flammen. Das ist meine einzige Lichtquelle. Seit das Feuer durch diese gnadenlosen Regenguss gelöscht wurde. Natürlich hatte ich die Wolken aufziehen sehen, bevor ich mich auf den Weg machte, um das versteckte Grab zu suchen. Ich hatte die Bedrohung in der Brise gespürt. Trotz der Warnzeichen drängte es mich weiterzugehen. Du kannst den Sturm abwarten, aber das Wasser könnte unseren Schatz im Schlamm ersticken. Kannst du es ertragen, wenn unser Reich weggespült wird, Gerrit? Oh, dieser silberzüngige Teufel. Das Grab ist ganz in der Nähe. Aber Wind und Regen hindern mich daran, weiterzugehen. Die knarrenden Bäume bieten mir kaum Schutz, also werde ich sicher durchnässt. Der Text endet abrupt. Ja, dann war er das wahrscheinlich, der hier gerade lag. Ne? Den hat's leider erwischt anscheinend. So, aber wir werden unseren... Oh, wartet mal. Ich glaube, die haben wir vorher noch gar nicht eingesammelt hier, diese Pflanzen. Ne? Sind, glaube ich, die ersten. Könnt ihr mal gucken, was die machen? Maximales Mana erhöht. Na gut, wir sind kein Magier, ne? Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber das Gute ist, wenn wir hier oben den Teleport freigeschaltet haben, kommen wir hier sehr schnell wieder runter, wenn wir wirklich mal eine größere Menge Feuersteine brauchen würden. Können wir uns die zur Not auch von hier holen. Das wäre dann schon mal nicht so schlecht. Oh, hier ist leider gar nichts. Hier wäre noch mal ein bisschen Mais. Ja, das Problem ist, wir haben schon wieder nicht so viel freie Fläche hier, ne? Hm. Haben leider wieder nicht so dolle viel Platz übrig. Ich meine, den Zauberstab können wir theoretisch vernichten, den werden wir nicht noch mal brauchen. Nehmen wir zur Not drei Maiskolben nochmal mit. So, und dann sind wir auf jeden Fall schon mal am Ziel angekommen. So, die Hochweidenwarte. Und dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle schon mal eine kleine Folgenpause. Und in der nächsten Folge werden wir mal gucken, sowohl, dass wir den Speed freischalten, als auch, dass wir hier den Teleportpunkt nach Möglichkeit schon erreichen. Dann können wir uns nämlich hier immer mal wieder hin teleportieren und sparen uns eine ganze Menge an Fußmarsch, wenn wir die Richtung weiter erkunden wollen. Däumchen drücken, kommentieren und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei Enshrouded. Bis dahin schön gesund bleiben und ciao.